Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frenbo. Und nach dem Neuladen habe ich die Szene jetzt so ein bisschen nachgestellt. Also mit dem Pillen und so. Der Teddy hier, unglaublich. Ja, wir schauen uns auf der tiefer gelegenen Etage, was nicht unten ist, um. Hier geht es ja noch weiter runter. Und mit so einem kleinen Jungen hatte sie ihn auch gefragt, kommst du von unten? Also unten scheint es dann noch mal eine Spur deftiger zu sein. Oder die schlimmeren Fälle zu sein. Die nicht therapierbaren vermutlich, weil ja hier die Therapie ist. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal ins Zimmer. Dem ist der Kopf geplatzt. Verstecke deinen Schmerz, steht hier. Mhm. Und die Clowns sind wieder geflohen. War diese Puppe schon vorher da? Nee, ne? Ja. Und auch hier sitzt ein Schatten über Isabella oder Isabel hieß sie, ne? Oder heißt sie? Und ja, unserem Papier-Junkie. Gut, wir schauen uns um. Gute Nacht, liebes Spielzeug. Hast du mein Kätzchen gesehen? Er ist der lustigste und schlauste. Was? Achso, ja, genau. Du wirst ihn mögen. Ja, das kennen wir ja bereits. Das hat sie euch letztes Mal gesagt. Was ist denn mit den Herr Elefanten? Sie sind sehr pink und weich, ja. Genau. Bauch ist voll mit Liebe. Die Clowns sind weg. Wo sind die Clowns hin? Ja, ja. Ich hoffe, er ist hier nicht irgendwo. Ja, sieht so aus, als wäre er aus dem Gemälde entkommen. Ja, die Clowns. Die furchtbaren Clowns. Was ist mit ihm hier? Oh nein. Sie haben es total falsch gemacht. Die OP am Gehirn, oder wie? Sie haben deinen Kopf in kleine Teile geschnitten. Könnte man so sehen. Bitte hol mich hier raus. Bitte hol mich hier raus. Ja, das ist mit dem Fernseher. Kill Mandel. Ja, ja, so heißt der Spieleentwickler. Sehen wir da ein Gesicht? Ja, wir sehen unser Gesicht, ne? Ja. Mit den blutenden Augen. Wir können ihn nicht abstellen. Ist ja wie bei 1984. Gut. Oder nicht so gut. Was ist mit dem Geist? Zieh mich an. Ich sage, ich sorge mich, was? Ich sorge mich, während du vor Hunger stirbst. Ja? Sieh mich an, ich sage, du bist schön, während ich dich vergifte. Sieh mich an, während ich sage, ich liebe dich. Was? Also, sieh mich an, ich sage, ich sorge mich, während du vor Hunger stirbst. Sieh mich an, ich sage, du bist schön, während ich dich vergifte. Zieh mich an, ich sage, ich liebe dich und lehre dich Selbsthass. Aha, das ist also auch ein Krankheitsbild. Oder eine Fiktion oder was auch immer. Das Schiffchen sieht aus wie immer oder wie letztes Mal. Auch bei den Actionfiguren gibt es nichts Neues. Der Affe ist auch unauffällig. Was denn? Wach auf, Isabel. Der schwarze Schatten berührt dich. Aha.
Ich glaube, er sagt, dass du bald stirbst. Hast du Angst zu sterben? Oh, was für eine Frage. Gott, du stirbst bald. Ich hoffe nicht, denn es passiert, ob du es magst oder nicht. Was sagt der Schatten? Mit dem Schatten können wir nicht kommunizieren. Oder können wir immer nur mit einem von beiden kommunizieren? Ich weiß es nicht. Ja, eben, das Mädchen war ja gar nicht mehr sichtbar. Das war ja, hatte ja der Schatten hat sie ja quasi verschluckt. Der Teddy, wer kommt auf so Ideen? Dann auf ins Speisesaal. Die ist tot, die war auch unfreundlich. Die war einigermaßen freundlich. Hier, die Uhr ist stehen geblieben. Die Uhr ist groß und tickt. Tickt aber wohl nicht mehr. Tick-Tack, Tick-Tack. Das hört niemals auf, ne? Da bildet sich aber was ein. So. Ja, das kennen wir ja schon. Schokolade. Okay, das Essen ist scheinbar abgeräumt. Und hier guckt euch das Bild an. Da sind auch diese Kratzspuren drauf, aber der Bildinhalt ist nicht verschwunden. Er hingegen ist vollkommen unberührt. Ob uns das was sagen will? Was ist mit ihr hier? Oh nein, die Schwester ist gestorben. Ertrunken in ihrer Blutlache. Ich frage mich, wer das getan hat. Ich war es nicht. Sie stinkt wirklich. Fühlt sich an, als wäre der Gestank überall an mir. Tja, schon so lange tot. Das Sofa ist. Der Teddy ist weg. Ach, der ist ja das Sofa ist zum Sitzen da. Das Sofa ist besetzt. Nein, das ist der Teddy. Der hier. Der saß da eben noch. Oswald, ne? Genau. Ja, das stach mich. Oswald ist sehr alt. Alt genug, um tot zu sein. Ich mag das Bild nicht. Oswald starrt mich irgendwie an. Hier, Handtücher brauchen wir nicht. Mr. Midnight, bist du da? Scheinbar nicht. Oh Mann, was soll ich tun, um eine Kerze zu finden? Ja, raus in den Wald, aber das Thema hatten wir ja schon. Ja, das Essen. Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Sie tun dir weh, weil sie dich hassen. Oh, kleiner Junge, jeder schämt sich für dich. Aha. Ja. Aber was ist das Bild? Mami liebt es, Rosen zu zeichnen. Ja, Mami. Ja, das wissen wir ja. Aber irgendwie hat uns das jetzt keinen Gegenstand gebracht. Und einen Gegenstand bräuchten wir ja. Kann ich die Zimtschnecke jemandem anbieten? Das ist also das Einzige, was mir gerade so einfällt. Wir haben ein Blatt Papier bekommen und die Zimtschnecke. Probieren wir es doch mal. Du da? Benutzen. Mit Jakobs Schatten. Das klappt nicht. Mit, da stand jetzt gar nichts. Ja, aber das bringt mich auf eine Idee. Vielleicht können wir ja. Hol den Schlüssel, genau. Vielleicht können wir den Kollegen hier damit bestechen. Hm?
Ach, Wache ist das, okay. Nichts, natürlich. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Welche Polizeianrufe helfen Sie mir? Ja, bestimmt auch nicht. Genau. Das ist nicht interessant. Ich will gar nicht in der Nähe des Wachmanns sein. Ja, da hilft so eine Pille gegen. Aber sie hat doch gesagt, sie braucht eine Verlängerung für ihren Arm. Das war der Hinweis. Wie kriege ich den Wachmann da weg? Jetzt fangen wir an, ein bisschen rumzuprobieren, hä? Nein. Dinge ausprobieren ist gut, aber in diesem Fall bringt es wohl nichts. Der Wachmann ist das Problem, der muss da weg. Er hat ein Telefon da stehen, aber wir können ja kein Telefonat führen. Können wir mit ihr irgendwas? Das. Ne, die sind alle. Was soll das denn heißen? Ich wollte wissen, ob du okay bist. Den Kopf auf, wenn. Ich will nicht sagen, der Doktor schneidet dir den Kopf auf, wenn du nicht gehst. Ja, das kennen wir ja alles bereits. Er isst gerne gern, mal hat er schon. Er hat all meine Gedanken gegessen. Das kennen wir ja schon. Deins ist er auch. Ich habe dich im Büro gesehen. Du warst tot. Oh nein. Dann muss ich los. Ich hoffe, du findest neue Gedanken. Ja, das, was ist hiermit? Genau. Eine kühle Prise Traurigkeit kommt dadurch. Was muss ich tun? Manchmal klappen Dinge einfach nicht, ja, in der Tat. Selbst wenn es klappt, weiß ich nicht, wofür es mir nützen würde. Friend, was ist jetzt schon wieder? Nichts. Kann ich Ihre Zeitschrift leihen? Aha, da geht noch was. Nein. Hör zu, junge Dame. Ich bin den ganzen Tag und höre mir jemandes Probleme an. Es ist jetzt spät, ich bin sehr müde. Geh einfach. Ich werde nicht mehr stören. Wie heißen Sie? Tut mir leid. Wie heißen Sie? Mein Name ist Blanca. Und jetzt geh bitte. Blanca. Aber ich weiß echt nicht, wie es hier weitergehen soll, so ehrlich. Ich brauche diesen Schlüssel.
Ich gehe noch mal hoch. Was ist hier mit Adelaide oder wie sie auch immer heißt? Kann man da die Zimtschnecke? Das kann ich nicht tun. Vielleicht gibt ihr uns ja einen Stift. Hallo? Stift, ich male mit einem Stift. Ja, sehr schön. Das sind meine Stifte. Kann ich ihn haben? Oh, na gut, tschüss. Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Kann ich ihn haben? Nein. Dann kann ich nichts mehr grün malen. Das ist lächerlich. Aber du hast so viele. Oh, das stimmt. Aber du hast so viele andere Farben. Ja, viele Farben. Aber du weißt, sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer mag das nicht? Ich dachte, die macht Kunsttherapie. Die Schwestern, sie fesseln mich. Und wenn ich malen will, kann ich es nicht. Mich manchmal auch? Ja. Ach so, fixieren. Ja, sie wird fixiert, wenn sie malt, oder wie? Also ist diese Girlande hinten vielleicht gar keine Girlande. Sie fesseln mich. Mich manchmal auch. Sie sind verrückt. Diese Schwestern sind verrückt, genau. Wenn ich nicht malen kann, verletze ich mich. Dann fließt die rote Milch. Schau. Autoaggressives Verhalten? Borderline? Bitte heile mich, ja, und stopp die rote Milch. Mal sehen, was ich tun kann. Ich kann nicht. Mal sehen, was ich tun kann. So. Wir haben Pflaster. Benutze nach. Adelaide. Ach, das machen wir doch schon sehr schön. Oh, danke. Du kannst den Shift haben. Jetzt gehe, ich muss malen. Na gut. Wir haben einen Stift. Den wir gleich mal untersuchen. Mein liebster grüner Stift. Mein einziger grüner Stift. Können wir den irgendwie kombinieren mit dem Blatt Papier? Ja, in der Tat. Weiß ich das nicht. Ja, vielleicht kommt das noch. Was ist jetzt? Nee, die ist jetzt damit erledigt. Na gut, wir sind ein Stückchen weiter. Aber auch nur ein Stückchen. Hier endet die Musik. Also als ich jetzt die zwei Dinge hier kombiniert habe, dachte ich, naja, das ist ja jetzt nicht so übertrieben. So übertrieben komplex von den Rätseln. Aber dann doch. Also, benutze. Na, gib dir mal das Blatt Papier. Das macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt, ja. Entschuldigung, der Schlüssel da oben, kann ich ihn haben? Klar, ich könnte dir den Schlüssel geben, wenn du mir einen Kuss gibst. Ihren Hintern küssen, bekomme ich den Schlüssel? Aha. Was ist denn das für eine Wache? Eine pädophile Wache oder was?
bekomme ich den Schlüssel? Ihren Hintern küssen. Ich verstehe jetzt die Antwortmöglichkeit nicht. Bekomme ich den Schlüssel? Wir küssen den Hintern. Was für ein Mistkerl. Sie können ihren Hintern küssen? Wie gesagt, ein Kuss für den Schlüssel. Ach, so war das gemeint mit dem Hintern. Ja, ein bisschen verwirrt. Was meinst du, na? Hör zu, Mädchen. Wenn du immer wieder herkommst, kann ich mich nicht zurückhalten. Aha, wir können ihn da irgendwie triggern. Warum kommst du immer wieder her? Liebst du mich? Ja, tun wir. Wie gesagt, ein Kuss für den Schlüssel. Was meinst du, na? Hör zu, wenn du immer wieder herkommst, kann ich mich nicht zurückhalten. Aber wir kommen ja immer wieder. Und dann müssen wir zwischendurch mal rausgehen. Also irgendwie, vielleicht kommen wir ja doch an den Schlüssel. Aber küssen können wir nicht, ist keine... Vielleicht kann man jetzt das Brotschnamme anbieten. Hätte ich eben die andere Antwort nehmen müssen? Nee, ich glaube, irgendwie müssen wir dazu bringen, uns zu küssen. Friend zu küssen. Papier und Stift. Der mit der Narbe. Geht mit dem noch was? Raus hier, Gefahr. Papierblick. Durchblick in Aktion. Aha. Und der steht jetzt wieder auf dem anderen Kanal. Egal. Können wir den verstellen und oder können wir jetzt auf seinen Papierblick da irgendwas draufzeichnen? Das klappt nicht. Aha. Kanal verstellen vielleicht? Fleisch anmalen? Nicht. Natürlich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Das Papier mit ihm hier benutzen? Nein. Schade, ich habe gedacht, haben wir dem schon die Schnecke angeboten? Sollen wir ihm mal das Bild von unseren Eltern zeigen? In der Tat, wir wollen es nicht riskieren, das Bild zu ruinieren. Der Tisch. Das haben wir ja schon probiert, dass wir den Haken benutzen. Was sagt denn er? Ja, ich würde jetzt ja sagen, aber die Option jetzt irgendwas geändert hier. Holen den Schlüssel.
Das Schwein ist nackt. Ich komme an dieses kleine Fenster nicht heran. Genauso wie an den Schlüssel. Und die Tafel? Keine Zeichnungen. Soll ich was drauf zeichnen? Hilft uns nicht weiter. Wir haben jetzt einen grünen Stift. Jetzt werde ich wirklich ein bisschen verzweifelt. Mami liebt es, Rosen zu zeichnen. Ja, und? Bringt es also auf eine Idee, auch was zu zeichnen? Ja, da hat die liebe Mailin mir ganz schön was eingebrockt. Ich, ich weiß echt nicht weiter. Mit ihr noch mal reden? Geh einfach. Ja, okay, ich geh einfach. Was mit ihm? Ich kann nicht reden, ich bin tot. Ah ja, stimmt. Ach, das Pflaster ist weg, die Pflasterbox. Ja, ich wollte eigentlich was anderes. Können wir das mit dem Brötchen hier kombinieren? Seltsam. Ja, genau. Wir sind ja jetzt Luke Skywalker so schön gesagt, wenn das Universum, wenn das in diese Galaxie ein helles Zentrum hat, dann sind wir hier am weitesten davon entfernt. So sieht's aus. Ich. Aber haben wir irgendwas übersehen? Aber. Mit ihr kann man nicht reden. Es geht um diesen komischen Schlüssel. Und er muss weg. Aber wie kriegen wir ihn weg mit dem Telefonanruf? Ich habe nirgendwo noch das Telefon gesehen. Also, ich hänge echt fest. Ich denke mir halt, dass wir hierfür wie eine Hand ohne Arm, dass wir dafür noch einen Stab brauchen. Aber ja, und die Sache mit der Verlängerung vom Arm kann man beim Wachmann ja gut gebrauchen. Also irgendwie macht das ja schon Sinn, aber ich habe keinen Stab. Das ist das Problem. Und ja, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, weiter nach dem Stab zu suchen. Und deswegen endet diese Folge jetzt hier. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss!